Die Boten. Als Kafkaer Dalben verließ, war er direkt nach Anuvin geflogen. Und obwohl es die höchste Freude für den Vogel bedeutete, hoch in den Lüften die unendliche Weite des Himmels zu genießen, über den weißen Schäfchenwolken zu segeln und zu schweifen, ließ er nun jede Versuchung des Windes, mit ihm zu spielen, vorübergehend und blieb auf seinem Kurs. Weit unter ihm glitzerte der Avren wie ein Rinnsal aus geschmolzenem Silber. Fahle Felder, rechteckig, bildeten ein Muster. Die Baumwipfel ragten schwarz und blattlos, unterbrochen nur von dunkelgrünen Strichen der Fichtenwälder, die sich an den Hängen der Hügel ausbreiteten. Kaf flog stetig gen Nordwesten und rastete selten während der hellen Stunden. Nur in der Dämmerung, wenn selbst die scharfen Augen einer Krähe die aufziehenden Schatten nicht mehr unterscheiden konnten, ließ er sich fallen und suchte Schutz zwischen den Zweigen eines Baumes. Tagelang flog Kaf hoch über den Wolken, um den Wind zu nutzen, der ihn wie ein Blatt im Strom vorwärts trug. Doch als er den Wald von Idris überflog und sich den unwirtlichen Berggipfeln von Anuvin näherte, flog er niedriger. Aufmerksam beobachtete er die Berge, um zu sehen, ob sich etwas regte. Bald sah er eine lange Reihe von schwer bewaffneten Kriegern, die nach Norden marschierten. Er flog näher und erkannte in ihnen die Häscher von Anuvin. Eine Zeit lang folgte er ihnen, und wenn sie zwischen den überwucherten und verkümmerten Bäumen anhielten, flatterte Kaf auf einen Zweig und ließ sich dort nieder. Die Häscher hockten um eine Feuerstelle und kochten ihr Mittagessen. Kaf hielt den Kopf schräg und lauschte angestrengt, doch die leise Unterhaltung sagte ihm wenig, bis er die Worte »Kerdatyl« hörte. Kaf bewegte sich und suchte einen günstigeren Zweig. Da bemerkte einer der Häscher, ein grobschlächtiger Krieger, gekleidet in ein Bärenfell, den Vogel. Er grinste grausam, weil er eine Gelegenheit sah, sich zu amüsieren, griff nach dem Bogen und legte einen Pfeil auf die Sehne. Rasch zielte er und ließ den Pfeil von der Sehne zischen. Doch so schnell seine Bewegungen auch waren, Kafs scharfe Augen folgten ihnen ebenso rasch. Er schlug mit den Flügeln und duckte sich, so daß der Pfeil knapp über seinem Kopf durch die dürren Zweige pfiff. Der Häscher verwünschte den Pfeil und die Krähe und machte einen zweiten Versuch. Kaf jagte über den Wipfeln dahin, war sehr zufrieden mit sich und krächzte vergnügt. Er wollte einen großen Bogen beschreiben und dann zurückkehren, um einen besseren Lauscherposten zu suchen. Doch da kamen die Gwitains. Im ersten Augenblick, als er gerade zum Lager der Häscher zurückkehren wollte, bemerkte er den Flug der drei großen Vögel nicht. Aus einer Wolkenbank tauchten sie hinunter und schlugen die Luft mit ihren schwarzen Flügeln. Kafs Selbstzufriedenheit verflog. Er drehte ab, um dem Angriff zu entgehen, und versuchte verzweifelt höher zu steigen, denn er wagte nicht, die schwarzen, todbringenden Kreaturen über sich zu haben. Auch die Gwitains drehten plötzlich ab. Einer brach aus der Gruppe aus und verfolgte die fliehende Krähe. Die anderen erhoben sich mit mächtigen Flügelschlägen höher in die Luft, um ihren Angriff zu wiederholen. Kaf zwang sich weiterzusteigen. Es gelang. Der Gwitaint hatte sich nur wenig genähert, als die Krähe durch den Dunst der Wolken brach und in die sonnenüberflutete Weite vorstieß, die sie beinahe blendete. Doch die beiden anderen Gwitaints warteten. Kreischend vor Wut stießen sie auf Kaf hinunter. Der Verfolger drängte ihn mehr und mehr auf die beiden anderen Vögel zu. Kaf sah einen Augenblick lang das Blitzen der glänzenden Schnäbel und die blutig roten Augen. Der Triumphschrei der Gwitains gellte durch den leeren Himmel. Doch plötzlich hielt Karl abrupt inne und gab vor, verwirrt zu sein. Und als die Gwitains genau über ihm waren, nahm er seine ganzen Kräfte zusammen und schoss davon, aus der Reichweite der messerscharfen Krallen. Doch war die Krähe nicht völlig ungeschoren davongekommen. Einer der Gwitains hatte sie am Flügel getroffen. Doch trotz der Schmerzen, die sie fast betäubten, kam sie von den Angreifern frei. Der weite Himmel konnte keine Rettung für Kaf sein. Jetzt konnte er sich nicht länger auf seine Gewandtheit und seine Schnelligkeit verlassen. Er stürzte zur Erde nieder. Die Gwitains gaben sich noch nicht geschlagen. Der Geruch des Blutes hatte sie wahnsinnig gemacht, und sie würden ihre Beute nicht entkommen lassen. Sie schossen der Krähe nach, um sie zu überholen und daran zu hindern, den Wald zu erreichen. Die höchsten Baumkronen reckten sich Kaf entgegen. Er aber ließ sich tiefer fallen. Das Gewirr der Zweige hemmte den raschen Flug seiner Verfolger. Kaf jedoch flog mit unverminderter Geschwindigkeit über den Boden und drang tiefer und tiefer in das undurchdringliche Unterholz ein.
Die riesigen Schwingen, die den Gwitalns so gut in der Höhe gedient hatten, hinderten sie nun daran, ihren Preis zu erjagen. Sie schrien vor Wut, machten aber keinen Versuch, tiefer in den Wald einzudringen. Die Krähe hatte sich wie ein Fuchs verkrochen. Der Tag begann zu verlöschen und Kaf richtete sich für die Nacht ein. In der Morgendämmerung flatterte er vorsichtig auf einen Baumwipfel. Die Gwitalns waren nicht zu sehen, doch ein Instinkt sagte ihm, dass er weit nach Osten abgetrieben war. Er schwang sich in die Luft und stieg flatternd in die Höhe. Im Süden lag Kaer Kadarn, unerreichbar für ihn, denn seine Kräfte nahmen rasch ab. Er musste sich entscheiden, solange noch Leben in ihm war. Kaf beschrieb einen Bogen, dann flog er schwerfällig auf sein neues Ziel zu und auf seine einzige Hoffnung. Das Fliegen bedeutete nun eine Qual für ihn. Oft versagten seine Schwingen, und allein die Strömung der Winde hielt ihn in der Luft. Er konnte nicht länger als einen ganzen Tag fliegen. Bevor die Sonne unterging, zwang ihn seine Wunde, sich auf einen Baum niederzulassen und sich dort zu verbergen. Auch konnte er nicht sehr hoch fliegen, damit er der Sonnenwärme näher war, sondern er flog dicht über dem Boden und berührte beinahe die Wipfel der Bäume. Unter ihm belebte sich die Landschaft zusehends mit Kriegern zu Pferde und zu Fuß. Während der Pausen, in denen er neue Kräfte sammelte, erfuhr er deren Ziel. Wie das der Häscher, war es die Burg der Söhne aus dem Hause Don. Der Schrecken war stärker als der Schmerz, und Kaf flog weiter. Schließlich machte er in der lähmenden Kälte der Berge nordöstlich des Ystradflusses aus, wonach er gesucht hatte. Das Tal war von steilen Felswänden umgeben und bildete ein grünes Nest zwischen den schneebedeckten Gipfeln. Eine kleine Hütte wurde sichtbar, und der blaue Spiegel eines Sees glänzte im Sonnenlicht. Am Fuß des Hanges lag ein langes Boot, seine Rippen und die Takelage waren mit Moos überzogen. Kaf schlug schwach mit den Flügeln und fiel wie ein Stein hinunter. Undeutlich nahm er noch wahr, bevor ihm die Augen zufielen, dass sich ein Maul um ihn schloss und er vom Boden emporgehoben wurde. Dann hörte er erst wieder eine tiefe Stimme, die fragte: »Nun, Brünach, was hast du denn da gebracht?« Was weiter geschah, wusste Kaf nicht. Als er wieder die Augen öffnete, lag er auf einem weichen Binsennest in einem sonnendurchfluteten Raum. Er war schwach, doch hatte er keine Schmerzen mehr. Seine Wunde war versorgt. Als er matt mit den Flügeln schlug, packte ihn eine starke Hand und beruhigte ihn. »Langsam, langsam«, sagte die Stimme, »ich fürchte, du wirst eine Weile auf der Erde bleiben müssen.« Das weißbärtige Gesicht des Mannes war knorrig und wettergezeichnet, wie eine uralte Eiche. Weißes Haar hing ihm über die breiten, sehnigen Schultern, und ein blauer Edelstein blitzte in dem Goldreif, den er um die Stirn trug. Kaf, der sonst ständig plapperte und schnatterte und zu jedem Schabernack aufgelegt war, neigte demütig den Kopf. Er war nie vorher in dieses Tal geflogen, doch wusste sein Herz, dass es ihm als Zuflucht dienen würde. Ein Instinkt, eine halb verlorene Erinnerung, die alle Tiere Prydains besaßen, hatte ihn hierher geführt. Und die Krähe begriff, dass sie in das Reich von Medwin gekommen war. »Lass mich überlegen, lass mich überlegen«, sagte Medwin. Er legte die Stirn in Falten, als suche er nach etwas, was seit langem in einem Winkel seines Gedächtnisses verborgen lag. »Du müsstest...« »Ja, die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Kaf, Sohn des Kadvir.« »Ja, natürlich. Vergib mir, dass ich dich nicht sogleich erkannt habe, doch es gibt eine so große Anzahl von Krähensippen, dass es mich manchmal verwirrt. Ich kannte deinen Vater, seit er ein dünnbeiniger Grünschnabel war.« Medwin lächelte, als er sich daran erinnerte. »Dieser Bursche war kein Fremder in meinem Tal. Ein gebrochener Flügel musste geflickt, ein Bein eingerenkt werden. Kurz, er hatte eine Schramme nach der anderen.« »Ich hoffe doch, dass du nicht seinem Beispiel nacheiferst«, fügte er hinzu. »Ich habe schon viel über deinen Mut gehört und über eine bestimmte Neigung, sagen wir, zur Ausgelassenheit. Auch ist bis zu mir gedrungen, dass du einem Hilfsschweinehirten in Kaer Dalben dienst. Melinlas ist sein Name, glaube ich. Nein, entschuldige, das ist sein Pferd. Natürlich, Melinlas Sohn von Melingar. Der Name des Schweinehirten ist mir im Augenblick entfallen. Nun, das spielt keine Rolle. Diene ihm treu, Sohn des Kadvir, denn sein Herz ist edel. Von dem Menschenvolk war er einer der einzigen, die ich in meinem Tal geduldet habe. Was dich betrifft, so scheint mir, dass du eine Begegnung mit den Gwitains hattest.
Sei vorsichtig. Viele von Aravens Boten streifen heutzutage durch den Himmel. Doch nun bist du in Sicherheit und bald wirst du wieder gesund sein und fliegen können. Auf der Rückenlehne von Medwins Stuhl hockte ein mächtiger Adler und beäugte die Krähe aufmerksam. Neben dem alten Mann saß der Wolf Brünach, mager und grau, schlug mit dem Schwanz und grinste die Krähe an. Kurz darauf trottete ein zweiter Wolf herein, der kleiner war und einen weißen Fleck auf der Brust hatte, und ließ sich neben dem Männchen nieder. »Oh, Briavael«, sagte Medwin, »du bist gekommen, um unseren Gast zu begrüßen. Wie sein Vater wird er uns zweifellos eine abenteuerliche Geschichte erzählen können.« Kaf sprach daraufhin in seiner eigenen Sprache, die Medwin mühelos verstand. Während er aufmerksam lauschte, wurde das Gesicht des Alten ernst. Und als die Krähe geendet hatte, schwieg Medwin eine Weile und hing seinen Gedanken nach. Brünach wimmerte unsicher. »So ist es also geschehen«, sagte Medwin bedrückt. »Ich hätte es wissen müssen, denn ich spürte eine ungewöhnliche Furcht unter den Tieren. Immer mehr finden ihren Weg hierher. Sie sind auf der Flucht vor etwas, das sie selbst nur undeutlich wahrnehmen. Sie erzählen von Truppen bewaffneter Häscher im ganzen Land, von Männern, die Waffen tragen. Nun verstehe ich die Bedeutung dieser Kunde. Der Tag, den ich seit jeher gefürchtet habe, ist angebrochen. Doch mein Tal kann nicht alle aufnehmen, die Zuflucht suchen werden.« Medwin hatte die Stimme erhoben, so dass sie wie ein wütender Sturmwind gellte. »Das Menschengeschlecht trotzt der Sklaverei Anuvins, so wie alle Kreatur in ganz Brüdein. In den Schatten des Todesreiches wird der Gesang der Nachtigall ersticken und sterben. Die Gänge der Dachse und Maulwürfe werden zu Gefängnissen werden. Kein Tier wird freudig und freien Herzens umherstreifen oder fliegen. Diejenigen, die nicht getötet werden, erleiden das Schicksal der Kütains, die man vor langer Zeit gefangen, gequält, gebrochen hat, so dass aus den sanften, liebenswerten Vögeln bösartige, heimtückische Kreaturen wurden, die den schrecklichen Zielen Aravens dienen.« Medwin wandte sich an den Adler. »Du, Edyrnion, fliege geschwind zu den luftigen Horsten deiner Sippe. Bitte sie, sie möchte sich vollständig versammeln. Du, Brünach, und du, Briavael«, befahl er den Wölfen, die ihre Ohren aufstellten, »verbreitet die Nachricht unter euresgleichen, unter den Bären, die Pranken haben zu schlagen, unter den Hirschen mit dem scharfen Geweih, unter all den Waldbewohnern groß und klein.« Medwin hatte sich zur vollen Höhe aufgerichtet. Seine Hände verkrampften sich und glichen knotigen Wurzeln, die sich in die Erde krallten. Die Krähe beobachtete ihn erschrocken und schweigend. Medwins Augen blitzten und seine tiefe Stimme schwoll an wie dumpfes Donnergrollen. »Sprecht zu ihnen in meinem Namen und sagt ihnen, das sind die Worte desjenigen, der das Schiff gebaut hat, als dunkle Wasserbrüdein überfluteten, desjenigen, der eure Vorväter in Sicherheit brachte. In dieser Flut des Bösen muss nun jedes Nest, jeder Bau eine Festung sein. Alle Tiere sollen ihre Zähne, ihre Schnäbel, ihre Krallen gegen diejenigen wenden, die Araven Todesfürst dienen.« Die Wölfe sprangen Seite an Seite aus der Hütte, und der Adler schwang sich in die Lüfte.